Als eine weinende Bärenmama ihr sterbendes Jungtier zu einem Fischer bringt, löst das eine unglaubliche Reihe von Ereignissen aus. Was wie ein einfacher Angelausflug begann, wird bald zu einer Suche nach Gerechtigkeit. Charlie hatte sich gerade am Flussufer niedergelassen. Es war perfekt, eine schnelle Strömung, ein tiefes Becken und die Aussicht auf riesige Steelheads. Er band seine Fliege an der Schnur fest. Dann zischte sein Wurf über die Wasseroberfläche. Das war es, wofür er lebte, die Ruhe, die Wildnis, die Jagd. Doch dann wurde diese Ruhe unterbrochen, als ein scharfer Knall die morgendliche Einsamkeit durchbrach. Es war kein Donner, Schüsse, und sie waren ganz nah. Eine weitere Salve schallte durch die Bäume. Wilderer, dachte er. Wut flammte in Charlies Bauch auf. Im nächsten Moment explodierte das Unterholz, als eine riesige Bärin hindurchstürmte. In ihrem Rachen befand sich ein schlaffes Jungtier. Es wimmerte und sein Fell war rot gefärbt. Die Mutter stolperte, taumelte auf Charlie zu und brach dann in einem Haufen zusammen. Das Jungtier rollte sich frei. Die Augen der Bärenmutter trafen auf die von Charlie. Er könnte schwören, dass sie weinte. In ihren Augen brannte ein Flehen. Dann erbebte ihr Körper und langsam verschwand das Licht aus ihren Augen. Charlie blieb alleine mit dem Jungtier zurück. Er konnte nicht sagen, ob die Bärenmutter bewusstlos oder tot war. Ein Leben in diesen Wäldern hatte Charlie zwei Dinge gelehrt: die Kraft der Natur zu respektieren und auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Das Wissen um die Wilderer macht ihn krank. Doch in dieser Wut war auch ein Echo der Verzweiflung des Bären eingewoben. Sie war roh und ursprünglich und es kratzte an etwas tief in ihm. Das Jungtier war nicht tot, aber es hing an einem seidenen Faden des Lebens. Charlie hatte einen einfachen Erste-Hilfe-Kasten. Er hatte ihn in seiner Angeltasche verstaut, mehr aus Gewohnheit. Die Wunde säubern, die Blutung stoppen, das war alles wie aus dem Lehrbuch. Aber dies war keine Lehrbuchsituation. Charlies Hände verkrampften sich, als er das Set neben sich öffnete. Seine Bewegungen waren langsam und bedächtig. Er wollte das verängstigte Jungtier nicht erschrecken. Das Bärenbaby wimmerte, als das Wasser auf sein rohes Fleisch traf. Dann drückte es seine kleinen Augen gegen den Schmerz zusammen. Charlie erstarrte. Über ihm ragte der Körper der Bärenmutter auf. Er wagte nicht aufzuschauen. Jede Faser seines Wesens schrie ihm zu, dass er sich zurückziehen sollte. Wenn sie nur bewusstlos war, konnte sie jeden Moment wieder aufwachen. Doch seine Hände arbeiteten weiter. Er fühlte, dass er sich mehr von der Berührung als vom Sehen leiten ließ. Er riss einen Streifen von seinem Hemd ab und fertigte eine behelfsmäßige Schlinge für das verletzte Bein des Jungen. Als er fertig war, atmete er aus, ohne zu merken, dass er die Luft angehalten hatte. Eine Schlacht war gewonnen, aber der Krieg war noch lange nicht vorbei. Das Jungtier könnte überleben oder es würde langsam sterben, wenn es sich eine Infektion eingefangen hatte. Er hatte getan, was er konnte. Er nannte den kleinen Bären Hope. Es war ein lächerlicher, verzweifelter Akt des Trotzes gegen alle Widrigkeiten. Jetzt würde er abwarten und beobachten. Das Jungtier huschte zu dem Fellberg hinüber, der sich immer noch nicht wieder bewegt hatte. Es fand einen Platz, rollte sich an seine Mutter und brach dem Fischer das Herz. Charlie ging nicht weg. Die Wilderer waren immer noch eine Bedrohung und das Überleben von Hope stand auf dem Spiel. Vorsichtig ging er auf Zehenspitzen zu der Bärenmutter hinüber. Die Kugel eines Wilderers hatte ihre Flanke gestreift und einen tiefen Schnitt in ihrer Seite hinterlassen. Er säuberte sie so gut er konnte und zog sich zurück. In einer Senke unterhalb eines Flussufers schlug er ein provisorisches Lager auf. Nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg. Gerade weit genug, um das Jungtier zu beobachten, ohne eine direkte Gefahr darzustellen. Und weit genug, um wegzuhuschen, falls die Mutter plötzlich aufwachen sollte. Und eine Stunde später wachte sie auf. Sie spürte ihr Junges an ihrem Körper und schaute sofort zu Charlie. Ihre Lippen kräuselten sich warnend. Dann konzentrierte sie sich wieder auf Hope. Die Tage verschwammen. Das Fischen wurde angesichts des stillen Dramas, das sich abspielte, vergessen. Charlie säuberte Hopes Wunde täglich. Die Bärenmutter bewegte sich nicht, es sei denn, ihr Junges wanderte in Charlies Nähe. Dann kämpfte sie sich hoch und sah zu, statuarisch, bis auf ihre geschwungenen Lippen. Die Veränderung geschah allmählich. Aus Hopes Wimmern wurde ein zaghaftes Quietschen.
Die ersten wackeligen Schritte auf drei Beinen waren ein Sieg, der Charlie die Tränen in die Kehle trieb. Auch die Bärenmutter begann sich zu bewegen. Zunächst waren es nur kurze Ausflüge zur Nahrungssuche. Jedes Mal ließ sie das Junge in der Höhle zurück. Charlie empfand das als ein seltsames, unausgesprochenes Vertrauen. Dann begann er, für sie zu fischen. Zuerst ließ er einen kleinen Fang in sicherer Entfernung von ihrer Höhle zurück. Es war ein Glücksspiel. Als er ein paar Stunden später zurückkam, war alles verschwunden. Am nächsten Tag verschwand ein weiteres Opfer. Charlie machte sich nichts vor. Es war eine Notwendigkeit, keine Freundschaft. Dennoch verband die Tat sie in einem dünnen Netz des Überlebens. Eines Morgens war die Höhle leer. Panik durchfuhr ihn scharf und unmittelbar. Die Hoffnung war weg und die Bärenmutter auch. Waren sie weitergezogen? War Hope ihren Verletzungen erlegen? Jede Möglichkeit war wie eine Faust, die sich um sein Herz schloss. Er zwang sich zu suchen, zu verfolgen. Es dauerte nicht lange. Ein Stück weiter flussabwärts blitzte ein Fell auf. Das Jungtier bewegte sich ungeschickt am Flussufer entlang. Hope hatte ihren Zufluchtsort nicht verlassen, sondern ihn nur erweitert. Erleichterung durchflutete ihn, aber auch ein seltsames Gefühl von Verlust. Die Bärenmutter tauchte aus dem Unterholz auf, massiv und schweigend. Ihr Blick ruhte auf Charlie und huschte dann davon. Er stand regungslos da. Seine Anwesenheit war anerkannt und akzeptiert worden. Mit einem letzten Blick drehte sich die Bärin um und verschwand mit überraschender Anmut in den Bäumen. Charlie kehrte zu seinem Lager zurück. Ihr Waffenstillstand war noch nicht vorbei, aber er hatte sich geändert. Er hatte gesehen, wie ein verwundetes Jungtier auf die Beine kam und wie eine Mutter ihren Sinn fand. Und damit hatte sich auch etwas in ihm selbst verändert. Hope, die am Flussufer entlang huschte, war nicht nur ein Zeichen der Genesung, sie war ein Leuchtfeuer des Trotzes. Sie lebte und gedieh, weil die Kugel eines Wilderers das Ziel verfehlt hatte. Die Erleichterung nahm Charlie eine Last von den Schultern, aber sie löschte die Wut nicht aus. Diese Männer waren immer noch da draußen und stellten eine Bedrohung für jedes Lebewesen dar, das ihren Weg kreuzte. Bei Hope zu bleiben fühlte sich jetzt falsch an. Er hatte eine Verantwortung, die über das Spielen von Kindermädchen für ein Bärenjunges hinausging. Es war Zeit zu handeln, seine Hilflosigkeit in etwas Starkes zu verwandeln. Er verabschiedete sich leise vom Flussufer. Die Ungewissheit nagte an ihm, als er von ihrem behelfsmäßigen Unterschlupf wegwanderte. Die Wilderer waren jetzt seine Priorität. Wenn man ein Leben lang das Hinterland von Idaho durchquert, geht es nicht nur um Angelstellen und Wildwechsel. Es ging darum, das Land zu lesen und die subtilen Zeichen zu erkennen, die ein ungeschultes Auge übersehen würden. Geknicktes Gras, umgestürzte Steine, der schwache Geruch eines längst erloschenen Lagerfeuers. Das waren die Brotkrumen der Wilderer und Charlie war hungrig, ihnen zu folgen. Aus Stunden wurde ein Tag, dann zwei. Die Spur war nur noch schwach. Charlie bewegte sich mit quälender Langsamkeit. Das waren keine unvorsichtigen Jäger. Sie wussten, wie sie ihre Spuren verwischen konnten. Jeder abgebrochene Ast und jeder verrutschte Stein flüsterte einen Code. Charlie beherrschte diese Sprache fließend. Dann ein verlassener Lagerplatz. Nicht übereilt verlassen, eher wie ein saisonaler Umzug. Die Feuerstelle war kalt und die Überreste waren akribisch aufgeräumt. Es gab weggeworfene Essensverpackungen, verbrauchte Munitionshülsen und sogar ein zerrissenes Kartenfragment. Charlie sammelte alles ein. Jedes Stück war ein Teil eines Puzzles, das langsam Gestalt annahm. Charlie spürte, wie sich das Jagdfieber in ihm regte. Er konnte das nicht einfach irgendjemandem erzählen. Zurück in der Stadt suchte er Pete auf. Sein Freund war ein erfahrener Förster. Sie kannten sich schon seit Jahrzehnten. Pete hörte zu und schielte auf das Kartenfragment und die Munitionshülsen, die Charlie auf dem Tisch ausgebreitet hatte. »Das sind nicht irgendwelche Wochenendtypen«, grunzte er schließlich. »Wir versuchen schon seit einer Weile, sie festzunageln.« Er schaute Charlie mit einem Funkeln in den Augen an. »Das wird kein großer Coup, eher ein wochenlanges Beobachten, Warten.« Charlies Kinnlade war fest verschlossen. Er hatte Pete gesagt, dass er nichts als Zeit hatte. Und jetzt hatte er auch einen Grund, Hoffnung.
Er dachte an den kleinen Bären, der sich tapfer in der großen Welt zurechtfindet. Gerechtigkeit war nicht nur etwas für Menschen, auch die Wilden verdienten einen Beschützer. Der Herbst verwandelte die Hügel in ein Meer aus Gold und Rotbraun. Die Steelhead-Saison neigte sich dem Ende zu. Bald würde der Fluss zufrieren und Charlies Welt würde wieder auf seine kleine Stadt und die Routine des Winters zurückfallen. Es war Zeit zu gehen. Aber der Abschied fühlte sich wie ein Verrat an. Er verließ nicht nur Hope, sondern auch den Mann, den die Wochen am Fluss aus ihm gemacht hatten. Er machte einen letzten Ausflug zum Ufer. Er brachte ein Opfer mit, den besten seiner geräucherten Lachse. Er platzierte ihn in einiger Entfernung von dem Ort, an dem Hope vielleicht gerade ihre Höhle baut. Vielleicht war es Instinkt, der sie so weit führte, vielleicht Glück. Aber Charlie hoffte, dass noch ein Funken Vertrauen zwischen ihnen bestand. Er bezweifelte, dass sie sich zeigen würde. Sie war jetzt wilder und hatte einen ganzen Fluss als ihr Revier. Ein Teil von ihm sehnte sich danach, sie ein letztes Mal zu sehen, um zu wissen, dass es ihr gut ging. Aber ein tieferer Teil verstand, dass ihre Abwesenheit der beste Beweis für ihren Erfolg war. Sich abzuwenden war das Schwerste, was er je getan hatte. Er schaute nicht zurück, bis die Flussbiegung das provisorische Lager aus dem Blickfeld verschwinden ließ. Dann sah er eine flackernde Bewegung vor sich. Es war Hope. Sie navigierte nicht mehr so vorsichtig wie zuvor, sondern stürmte mit unbeholfenem Überschwang voran. Ihr Bein war geheilt und ihr Fell glänzte, was auf eine ausgiebige Jagd hindeutete. Mitten im Lauf hielt sie inne, legte den Kopf schief und schnupperte die Luft. Hatte sie seine Witterung aufgenommen? Charlie bewegte sich nicht. Er wagte nicht zu atmen. Es ging nicht mehr um ihn. Er war nur ein Trittstein auf ihrer Reise gewesen. Hope sprang vorwärts und verschwand in den Bäumen. Charlie wischte eine Träne weg. Erleichterung, Stolz und ein bittersüßer Schmerz mischten sich in seiner Brust. Dieses Bärenkind, sie war ein Wunder, nicht wegen ihm, sondern wegen der verzweifelten Liebe einer Mutter und ihrem eigenen wilden, hartnäckigen Lebenswillen. Er war stundenlang gewandert. Die Welt um ihn herum verschwamm. Die Gedanken an die Wilderer, an Pete und an seine eigene ungewisse Zukunft wurden vom Rhythmus seiner Schritte weggefegt. Alles, was zählte, war das Bild, das sich in seinem Kopf eingebrannt hatte. Ein gesundes Bärenjunges, das in der Wildnis verschwand, wo es hingehörte. Erst als er seinen Truck erreichte, erlaubte er sich, das ganze Ausmaß dessen zu spüren, was sich in ihm verändert hatte. Er war auf der Suche nach Einsamkeit an den Fluss gekommen, er wollte angeln, aber was er gefunden hatte, war eine Verbindung zu etwas Großem und Ungezähmtem, ein Ziel, von dem er nicht wusste, dass es ihm fehlte. Charlie lebte sich wieder in seine Routine in der Stadt ein. Die Tage waren mit vertrauten Aufgaben ausgefüllt, aber unter der Oberfläche herrschte eine seltsame Leere. Der Fluss, die Wilderer, Hope, sie waren ständig in seinen Gedanken präsent und erinnerten ihn an ein weniger gewöhnliches Leben. Die Wintermonate zogen sich hin, Schnee, die raue Schönheit der Landschaft Idahos und der alltägliche Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Es fühlte sich alles gedämpft an. Ihm fehlten die scharfen Kanten seiner Zeit am Fluss, doch er nahm diese Ruhe nicht übel. Sie gab ihm Raum, um zu verarbeiten und den Mann, der er war, mit dem Mann zu versöhnen, der er kurz zuvor geworden war. An einem frischen Morgen blätterte Charlie in der Lokalzeitung, als ihm eine Schlagzeile ins Auge fiel. Großer Wildererring von Idaho Rangern aufgedeckt. Er las weiter. Der Artikel berichtete von einer koordinierten Aktion, die seit Monaten vorbereitet wurde. Es wurden Beweise gesammelt und Verhaftungen über die Staatsgrenzen hinweg vorgenommen. Charlie fühlte eine Welle der Rechtfertigung und ein Aufflackern der alten Wut. Diese Männer würden für ihre Verbrechen bezahlen. Dann ließ ihn ein Detail am Ende innehalten. Die Ranger hatten einen anonymen Hinweis erhalten. Er enthielt detaillierte Informationen über die Machenschaften der Wilderer, die sie direkt zur Quelle geführt hatten. Zeitpunkt, Ort, Methode, alles stimmte mit dem überein, was Charlie gefunden hatte und was er Pete mitgeteilt hatte. Konnte das sein? Hatte seine kleine Trotzreaktion entscheidend dazu beigetragen, die Verbrecher zur Strecke zu bringen? Als er Pete danach fragte, bestätigte oder verneinte er nicht. Er lächelte nur und eine leise Genugtuung breitete sich an der Stelle aus,
an der einst Hilflosigkeit geherrscht hatte. Was für ein befriedigendes Ende! Hast du schon einmal einem verletzten Tier geholfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten? Wir würden gerne deine Geschichte hören. Erzähl sie uns in den Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video.